Mein Lehrer ist in meine Mutter verliebt. Mein Lehrer ist in meine Mutter verliebt. Kann man sich was Schrecklicheres vorstellen? Nein! Mama, das ist mein Lehrer. Aber ihr tut so, als wäre alles in Ordnung, als wäre jetzt kein Getratsche. Aber Mensch, wir haben hier riesengroße Fenster, er guckt noch schon alle zu. Da! Da gibt's nur eins. Wir müssen schnellstens heiraten. Ich will nicht heiraten, überhaupt niemand. Ich wünschte, ich würde an Gott glauben und könnte beten. Hallo Gott, würde ich sagen. Ich liebe Mimun und er liebt mich. Kümmer dich um deinen eigenen Dreck! Aha, wir haben deinen Vater also aus Versehen eingesperrt, ja? Ja. Das ist ja blöd für dich. Ja, yeah. Deshalb komme ich ihn auch abholen, weil er zwar dealt, aber es ist für einen guten Zweck. Aber du bist seine Frau und ich muss zu meinem Fall! Nein! Tschüss, Polleke! Du wolltest mich doch um den Tag mit deinem dicken Hintern! Meine Mutter sagt, dass es früher in Holland auch ein paar ganz normale Papas gab. Die kamen nach Hause, guckten Fernsehen und tranken Bier. Schieß doch ab! Solche Väter gibt es, glaube ich, heute nicht. Was ist das denn? Du kannst zum Beispiel einen Vater haben, der gar nicht dein Vater ist. Von der Fahrt! Caro hat einen S.U.P., super unnormalen Papa. Ich habe einen U.P., unnormalen Papa. Mein U.P. ist ein toller Papa. Echt wahr. Er ist Dichter, genau wie ich. Der Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass ich Gedichte schreibe. Er nicht. Wenn man ihn fragt, was machst du, dann sagt er nicht, ich bin General oder ich bin Dichter oder sowas. Er sagt einfach nur, ich lebe. Ansonsten macht er nämlich nichts. Ein einziges Mal hat er ein Gedicht für mich geschrieben. In mein Poesiealbum. Es gibt immer eine Luft für meine Schlösser und es gibt immer auch ein Plätzchen für Polleke, mein Schätzchen. So schön.